Hallo, guten Abend. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Labore des Zusammenlebens, einer neuen Reihe der Kulturstiftung des Bundes, zu der ich Sie sehr herzlich im Namen auch des Vorstands der Kulturstiftung begrüßen möchte. Sie, das sind heute Abend die Zuschauerinnen, die sich bei unserem Zoom eingeschaltet haben und die Zuschauerinnen, die bei YouTube dabei sind, aber natürlich auch vor allen Dingen unsere Gäste Steffen Mau und Olivia Wenzel, die ich Ihnen gleich etwas genauer vorstellen möchte. Ich bin Jamina Nagel, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Kulturstiftung und heute hier abends im Gespräch dabei. Und vielleicht macht es Sinn, noch mal einen Schritt zurückzutreten und die Labore des Zusammenlebens als neue Reihe, die wir unter Corona-Bedingungen gestartet haben, vor einigen Monaten im Januar das erste Mal noch mal vorzustellen. Das ist eine Reihe, in der wir eigentlich versuchen wollen, Zeit zu nutzen, die uns durch Corona geschenkt ist, vielleicht ein etwas euphemistischer Begriff, gegeben wurde, um neue Leute kennenzulernen. Etwas, was im Moment vielleicht in besonderer Weise zu kurz kommt in dem, wie wir kommunizieren können. Das heißt, wir als Kulturstiftung möchten als lernende Institutionen gerne Themen, die bei uns in den Programmen, die bei den Partnern in Kulturinstitutionen, bei Künstlerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, in den letzten Jahren und auch in dem, was wir wissen, was in Zukunft geplant ist, eine große Rolle spielen. Wir möchten gerne zu diesen Themen versuchen, auch als lernende Institution über Kontakte und Gespräche unser Verständnis zu erweitern und dabei uns in dem Netzwerk, in dem wir aktiv sind, zu bewegen, Leute einzuladen, mitzudiskutieren und ja, unter Umständen auch neue Projektideen zu entwickeln. Die Labore, das sind im Januar mit Ausgabe 1 und jetzt mit Ausgabe 2 zunächst Gesprächsformate. Es sind aber im weiteren Sinne auch künstlerische Formate, die sich mal mit wissenschaftlichen Gesprächspartnern ergänzen oder ganz im digitalen Raum als künstlerische Projekte verwirklicht werden. Ich kann Sie also schon jetzt einladen, auch in einem Monat teilzunehmen an Ausgabe 3, die eine künstlerische Lecture-Performance von Arne Vogelgesang sein wird. Nachdem wir aber jetzt erst einmal in Ausgabe 2 uns mit ostdeutschen Identitäten und neuen Erinnerungen oder Zugängen zu Erinnerungen an die DDR beschäftigen wollen. Das ist ein Thema, das beschäftigt die Kulturstiftung natürlich deswegen, weil es in kulturellen Narrativen, in Arbeiten, die wir fördern, eine große Rolle spielt. Aber es beschäftigt uns auch seit Gründung sehr persönlich. Insofern, als die Kulturstiftung, das wissen sicherlich viele von Ihnen, ja in Halle ihren Sitz hat und aus einem gemischten Team besteht, in dem die Debatten sozusagen auch in jeder Mittagspause auf dem Tisch liegen und verhandelt werden, in dem, wie wir eigentlich auch unseren Ort, an dem wir arbeiten, an dem wir versuchen, Kulturförderung umzusetzen, wie wir den denken, in welchen historischen Zusammenhängen wir den selbst erzählen und dabei oft feststellen, wie different diese Erzählungen sind. Und das nicht nur zwischen Menschen, die in der ehemaligen DDR geboren wurden oder deren Familie dort herkommt, sondern überhaupt zwischen den Generationen oder zwischen ja, ganz unterschiedlichen Zugängen zu dem, was heute ostdeutsche Kultur ausmacht. Und weil das ein Thema ist, das sich eben, obwohl wir uns in vielerlei Hinsicht dann einig sind, nicht leichtfertig erzählt, haben wir das Gefühl entwickelt, es könnte einen Bedarf geben, hier mit anderen Partnern ins Gespräch zu kommen. Und dieser Bedarf, der passt eigentlich hervorragend zu dem Namen Labore des Zusammenlebens. Das ist insofern interessant, als Ostdeutschland natürlich historisch schon lange auch als eine Laborsituation immer mal wieder bezeichnet wurde und dieser Begriff vielleicht in gewisser Weise auch euphemistisch Verwendung gefunden hat, insofern als dass die Laborsituation dort vor allen Dingen die Frage nach Zugriffsrechten und Deutungshoheiten gemeint hat.
und in vielerlei Hinsicht vielleicht wirkliche Möglichkeiten, das Labor eines gesellschaftlichen Zusammenlebens mit der Wende zu erproben, nicht in dieser Weise genutzt wurden, wie sich das mal in einem historischen Zeitfenster als Versprechen angedeutet hat. Das ist eine These, die, könnte man sagen, schon entlehnt ist dem Buch einer unserer beiden Gäste, Steffen Maus, Lütten Klein. Ich stelle Ihnen die beiden Gäste und ihre Werke, mit denen wir sie eingeladen haben, gleich auch genauer vor. Warum wir uns dafür interessiert haben, mit Ihnen darüber zu sprechen, ist vor allen Dingen, dass möglicherweise neben einer historischen Aufarbeitung, die auch in Labor 1, das sich mit Erinnerungskultur an die NS-Zeit beschäftigt hat, dass neben der historischen Aufarbeitung der Erinnerung an die DDR auf der Ebene von Fakten und politischer Anteilnahme, dass sich da eventuell die Frage des Narrativs als eine ästhetische Kategorie jetzt heute noch mal verstärkt stellt. Und die beiden Gäste, die wir eingeladen haben und ihre Bücher, die geben in besonderer Weise Anlass, an diese Frage nach dem Narrativ sich selber zu erinnern oder danach zu forschen. Was könnte denn das Ausschlaggebende oder das Entscheidende sein, wenn wir die DDR aus einer gegenwärtigen Perspektive erzählen wollen? Also aus einer Perspektive, die natürlich die historische Akkuratheit ins Gewicht bringt, aber vor allen Dingen sich fragt, was ist eine angemessene Form des Erzählens und was bedeutet es überhaupt aus einer ethischen Perspektive, aus einer Perspektive einer heute viel stärker diversifizierten, von Umbrüchen veränderten Gesellschaft, nach dieser Angemessenheit zu fragen? Und beide Autoren, so kann man jetzt hier in dem Fall sagen, Steffen Mau und Olivia Wenzel, geben mit ihren Büchern sehr persönliche und auch sehr spezifische Antworten darauf, wie die ästhetische Form die Erinnerungsarbeit beeinflusst und wieder rück. Ich fange vielleicht einmal mit Steffen Maus Buch an, Lütten Klein, eine Studie über den Modellbezirk in Rostock, dem Steffen Mau auch selber entstammt. Eine Studie, die mit einer Form von Rückkehr an den Ort der eigenen Jugend und des Aufwachsens bis ins Erwachsenenalter verknüpft ist und die diese spezifische Erzählperspektive einnimmt, wenn sie nachvollzieht, wie dieser Modellbezirk in den 60er und 70er Jahren die Vorstellung davon, wie die DDR-Gesellschaft auch durchaus in einer utopischen zukünftigen Perspektive denn verfasst sein soll, wie diese Vorstellung geprägt wird durch die Architektur, durch die Form des Zusammenlebens, die skizziert wird in diesem Modellbezirk. Lütten Klein, das Buch, schaut sich die verschiedenen, ja, man könnte sagen, Differenzierungsprozesse zwischen diesem hoffnungsvollen Ideal und dem, was gesellschaftspolitisch in der Praxis passiert, einerseits sehr detailliert rückblickend an und fragt aber gleichsam auch aus der heutigen Perspektive danach, welche Rolle spielt die eigene Erinnerung in dem, wie ich diesen Bezirk als jemand, der ihn als Bildungsaufsteiger nach der Wende verlassen hat, wie ich den erzähle und wie ich auch mit den Brüchen, die in der Gesellschaft, den Frakturen, wie Steffen Maus nennt, die entstanden sind in dieser Zeit, wie ich es schaffe, diese in eine Erzählung zu integrieren, obwohl sie möglicherweise nicht meine eigene Biografie betreffen. Also ein sehr interessantes Buch, wenn man sich nach einem solidarischen Erinnern aus der Gegenwartsperspektive fragt. Und demgegenüber ist, könnte man sagen, das Buch von Olivia Wenzel, ein Roman, Tausend Serpentinen Angst, ja, die Perspektive einer Ich-Erzählerin, die auf eine solche Solidarität nicht mal zu hoffen brauchte. Die Erzählung von drei Frauengenerationen, von denen die jüngste eine schwarze Deutsche ist, die in Ostdeutschland aufgewachsen ist und aus der Perspektive der Gegenwart der jungen Erwachsenen heute erzählt, wie Mutter, Großmutter und sie selbst erst retrospektiv sich eigentlich nach der Frage der Andersheit und der Abweichung von der Norm in der DDR-Gesellschaft fragen können,
weil es, um diese Erfahrungen auch von Rassismus zu beschreiben, eben eine Sprache braucht, die dieser emotionalen Tragweite angemessen ist und die sich erst entwickeln kann, wenn man gesellschaftlich und damit auch persönlich einen Begriff von Unterschiedlichkeit und von damit verbundenen Diskriminierungserfahrungen entwickeln kann. Man könnte also sagen, zwei Seiten einer Medaille, zwei Bücher, die extrem aus dem Hier und Jetzt nach der Erinnerung fragen und einmal die Perspektive der Makrosoziologie mit Steffen Mau einnehmen und einmal die Perspektive einer autofiktionalen Erinnerungstätigkeit bei Olivia Wenzel. Und wo sie sich treffen, und das ist vielleicht auch etwas, was die Labore des Zusammenlebens prägen soll, ist eben in der Frage nach dem Schreiben und in der Frage nach der Form des Schreibens als auch einer politischen Aufgabe der Erinnerungsarbeit. Und ich glaube, dass die beiden sich auch in dieser Frage selbst miteinander unterhalten werden. So hat es sich jedenfalls hier gerade schon, bevor wir auf Sendung sind, angedeutet. Und Sie, die Teilnehmerinnen, die im Zoom sind, können dann ungefähr ab der Hälfte der Zeit auch mit uns ins Gespräch kommen über die Frage- und Antwortfunktion von Zoom, die Ihnen offen steht, wo Sie auch die Fragen der anderen Teilnehmerinnen lesen können. Wir werden Sie nicht selbst einblenden, sondern dann Fragen auswählen und mit in die Diskussion einbringen. Also beteiligen Sie sich sehr, sehr gerne. Wir sind gespannt. Vielleicht macht es Sinn, mit diesem Begriff des Labors zu starten, weil, und das ist sicherlich in erster Linie oder zunächst einmal die Perspektive der Makrosoziologie und von Lütten Klein, man sagen könnte, die DDR selbst hat sich mit Lütten Klein eine Form von Laborsituation geschaffen. Und diese Laborsituation hat in sich schon alle Hoffnungen und alle Verwerfungen, die der DDR widerfahren oder die sie sich selber zufügt als politische Institution über die Zeiten hinweg. Vielleicht ist das ein guter Einstieg für Steffen Mau, um ein bisschen zu erzählen, was ihn an der Rekapitulation dieser Laborsituation so interessiert hat und was ihn bewogen hat, die nochmal nachzuvollziehen. Ihr Ton ist aus. Habe ich schon den ersten Fehler hier gemacht, und zwar mein Ton nicht rechtzeitig eingeschaltet, aber jetzt ist er an. Erstmal vielen Dank und erstmal für die Einladung auch. Ja, das ist ein kleines, schon ein ungewöhnliches Buch, jedenfalls für ein wissenschaftliches Buch, weil es doch eben wagt, in der Ich-Perspektive zu schreiben und auch so einen persönlichen Bezug herzustellen und auch biografische Elemente darin zu verarbeiten. Die Hauptmotivation, die mich damals doch angetrieben hat, so ein Buch zu konzipieren und dann letzten Endes auch zu schreiben, war schon, dass ich ein großes Defizit gesehen habe in der Beschreibung der ostdeutschen Gesellschaft. Die Wiedervereinigung ist ja jetzt mehr als 30 Jahre zurückliegend, und da könnte man ja denken, das ist eigentlich das Spannendste für einen Soziologen. Da kommen zwei unterschiedliche, vielleicht sogar antipodische Gesellschaften zusammen und sollen eine neue Gesellschaft formen. Und zwar in der Weise, dass die eine Gesellschaft, die ostdeutsche, sich der westdeutschen Gesellschaft anverwandelt. Und das ist eine enorme Transformation. Und dann hat mich natürlich interessiert, was passiert da eigentlich? Und wenn man sich damit beschäftigt, dann muss man natürlich auch die DDR gleichzeitig mit analysieren, als Gesellschaft, auch als gesellschaftlichen Entwurf. Und da habe ich jetzt sozusagen sozialräumlichen Bezug gewählt, der in einem Plattenbaugebiet, damals hat man eben von Neubaugebiet gesprochen, aber in einem Plattenbaugebiet angesiedelt ist, weil ich glaube, dass sozusagen in diesen Plattenbauten eine spezifische Art von DDR sich entwickelt hat. Also die DDR als Entwurf, Sie haben das schon so genannt. Also da hat die DDR letzten Endes eine Art von Leben versucht zu fabrizieren, das idealtypisch für das stehen sollte, was sie sein wollte und in gewisser Weise auch war. Das ist nach der Wiedervereinigung gar nicht so wahrgenommen worden. Da hat man ja sehr schnell sozusagen so einen abschätzigen Blick auf diese Plattenbaugebiete geworfen. Aber in der DDR waren das eben die Viertel der arrivierten, werktätigen Klasse der DDR. Es haben fast
ja, ein Viertel der Gesamtbevölkerung der DDR in solchen Plattenbauten gelebt. Im Westen gab es die natürlich auch, so eine Art von modularisierter Bauweise, aber das waren 2 bis 3%, also von der Quantität deutlich geringer. Und was war jetzt typisch für die Plattenbauten? Natürlich sind die häufig auf der grünen Wiese entstanden. Sie brauchten nicht auf Altes Rücksicht zu nehmen. Sie kannten eigentlich nur das Reißbrett und sie kannten viele Menschen, die da hineinziehen sollten und dann so etwas wie eine sozialistische Lebensweise ausbilden sollten. Sehr unterschiedliche Milieus sind da zusammengekommen, sehr unterschiedliche Berufsgruppen, das ist ja auch bekannt, vom Chefarzt bis zum Kraftfahrer, von der Opernsängerin bis hin zur medizinisch-technischen Assistentin. Also es ging wirklich querbeet. Und das waren Formen der sozialen Homogenisierung. Ich beschreibe die DDR ja insgesamt als extrem homogene Gesellschaft, nicht so nur sozialstrukturell, also indem alle Leute zusammengedrückt wurden und die Ungleichheit relativ gering war, sondern auch kulturell und ethnisch extrem homogen. Also die DDR hatte ja überhaupt keine Fremdheitserfahrung, hat sich auch stark abgeschottet gegenüber äußeren Einflüssen. Und mein Anliegen war letztendlich, die DDR nicht nur aus ihrem Scheitern heraus zu erzählen, sondern wirklich eine genuin soziologische Erzählung daraus zu machen. Wie kann man das eigentlich herstellen, indem man jetzt weder die DDR verharmlost, auch in ihren repressiven Elementen, das ist konstitutiv für die DDR gewesen, natürlich, sonst hätte das Land nicht so lange überlebt, aber auch nicht sozusagen die DDR als heimelige Wohlfühlstube zu beschreiben, sondern wirklich zu fragen, ja, wie kam es eigentlich dazu, dass so ein Land, das so merkwürdig konstruiert war, dass das doch eine ganze historische Phase eigentlich überlebt hat? Also auch mit einer großen Loyalität und auch mit einer großen Bereitschaft von vielen Menschen, sich irgendwie da zu engagieren. In den 80er Jahren sah das anders aus, aber zumindest für die 60er und 70er Jahre, glaube ich, kann man das sagen. Und das, was wir da an Befunden haben, das deutet auch eben darauf hin. Und dann muss man schon fragen, was hat eigentlich dieses Land mit den Menschen gemacht? Wie hat das eigentlich funktioniert? Und was ist dann mit der Wiedervereinigung dann letzten Endes passiert? Und warum gab es auch dann nach der Wiedervereinigung so starke Reibung in diesem Transformationsprozess? Das ist ja ein Thema, was bei Frau Wenzel auch ganz zentral ist, auch die 90er Jahre, wo es eben unglaubliche soziale Turbulenzen gab, auch eben auch einen starken Rechtsdrall der ostdeutschen Gesellschaft, der auch schon vorher angelegt war. Das ist jetzt nichts, was erst mit der Wiedervereinigung entstanden ist. Aber die Wiedervereinigung hat das in gewisser Weise nochmal ein Stück weit forciert. Und ja, mein Anliegen war letzten Endes doch so etwas zu schreiben wie eine Soziologie der ostdeutschen Gesellschaft, die sich erstmal frei macht von so bestimmten ideologischen Gräben und Voreinstellungen, die bei dem, was so öffentlich diskutiert wird, ja, das letztendlich mal beiseite zu lassen und wirklich ganz konkret zu fragen, wie hat die DDR als Gesellschaft funktioniert und was ist eigentlich im Zuge des Wandels von dieser Laborgesellschaft, die eben auch unglaublich viel ja, Zukunftsvisionen, zumindest in ihrer Gründungsphase, mit sich gebracht hat. Was ist eigentlich aus der geworden und warum finden wir heute auch so viele Unwuchten in der ostdeutschen Gesellschaft? Das war so ein bisschen meine Hauptperspektive und mein Anliegen mit dem. Das ist, finde ich, total interessant, dass das Wort Gegenerzählung es eigentlich für Lüttenklein in keinster Weise trifft. Denn es ist ja vielmehr eigentlich der Versuch einer viel differenzierteren Erzählung. Also man könnte, wenn man jetzt fragt, warum lohnt es sich überhaupt, ein Labor zu Ostdeutschland zu machen, jetzt für uns in der Perspektive hier heute Abend zusammenzukommen, dann wäre es, wenn man auf Lüttenklein guckt, gar nicht so sehr die Frage, welche Erzählungen gibt es nicht, sondern in welcher Form gibt es sie nicht? Und wie detailliert muss man darüber sprechen, um einer historischen Erfahrung, die nicht lange zurückliegt, eigentlich Gerechtigkeit zukommen zu lassen? Und das ist so mein Gefühl, dass das ein starker Impuls des Buches ist, eine faire Perspektive auf die Vergangenheit zu entwickeln.
Ja, das ist ja auch nicht gar nicht so einfach. Also man muss sich wirklich von ganz vielen frei machen, auch von sozialen Erwartungen, die auf so ein Buch dann auch projiziert werden. Und natürlich musste ich mich auch mit Kritiken konfrontieren. Also einerseits gab es viele Ostdeutsche, die dann gesagt haben, das ist viel zu hart, wie ich die DDR beschreibe. Aber ich habe natürlich auch viele konservative Kritiker gehabt, die dann gesagt haben, ja, warum gibt es jetzt kein Kapitel zur Stadtsicherheit? Weil ich und dann habe ich eben gesagt, ja, weil ich über die Stadtsicherheit, das ist nicht mein Zentralthema, sondern meine Zentralperspektive ist wirklich Sozialstruktur und mentaler Wandel. Und es wäre einfach falsch zu behaupten, dass jetzt in Lücken klein, wenn man morgens aufgewacht ist, man zunächst mal an die Stadtsicherheit gedacht hat. Über die haben wir auch gesprochen, die hat in unserem Leben auch eine Rolle gespielt. Aber es war nicht so, dass sozusagen Angst und Terror jetzt jeden Tag unser Leben beherrscht haben, so wie das manchmal sozusagen in bestimmten öffentlichen Diskursen dann auch so durchscheint, sondern es ist viel, viel differenzierter gewesen. Und da habe ich natürlich schon eine Erzählhaltung versucht einzunehmen, die erstmal souverän versucht, mit dem Material umzugehen und auch mit der Historizität und auch mit den historischen Fakten und auch mit den empirischen Befunden, die wir haben. Aber trotzdem eine, wo ich jetzt als Autor meine Position im Feld auch sichtbar mache. Das gehörte dazu. Das war für mich auch durchaus eine Überwindung, das so zu machen, weil das auch nicht mein normales wissenschaftliches Schreiben ist. Und ich hätte das Buch natürlich auch schreiben können, indem ich jetzt meine sozusagen biografische Perspektive oder meine Positionalität im Feld unsichtbar mache. Das gilt dann häufig als sehr wissenschaftlich. Ich habe es andersrum gemacht, habe das sehr explizit gemacht, wo ich eigentlich herkomme und wie ich auch mit dieser Gesellschaft verstrickt bin, auch dazu gehöre. Und das war schon im Prinzip so ein bisschen so ein Antrieb, wirklich zu sagen, ich habe letztendlich, ja, wie würde man das nennen, Ortskennerschaft. Also ich kenne mich wirklich dort vor Ort aus. Ich kenne diese Mentalität. Und ich kann sie aber auch gleichzeitig mit einem wissenschaftlichen Instrumentarium analysieren. Also es waren eigentlich zwei Dinge, die ich machen musste. Einerseits musste ich mich befremden mit dem Gegenstand. Also ich musste in gewisser Weise nochmal neu an ihn herangehen und nicht meine Alltagswahrheiten da kundtun. Und ich musste mich wieder auf eine neue Art und Weise mit ihm vertraut machen. Also das ist wirklich eine Doppelbewegung gewesen, in der ich mich immer bewegt habe, denn ich wollte auch kein Buch schreiben, wo ich mich im Prinzip mit den Leuten vor Ort, die ich auch interviewt habe, oder mit den Ostdeutschen, die es auch gar nicht gibt, muss ich jetzt Anführungszeichen setzen, auch nicht gemein machen, sondern ich wollte schon versuchen, eine sehr unabhängigen und durchaus auch emphatischen Blick, aber auch zugleich auch einen kritischen Blick auf die ostdeutsche Gesellschaft zu werfen. Und das war so ein bisschen der Spagat, in dem ich mich da befunden habe. Und es ist ganz interessant, vielleicht kann ich das nur berichten, ich habe ja auch unglaublich viele Reaktionen auf das Buch bekommen, so also wahnsinnig viele Zuschriften, dass gerade diese biografischen Elemente, die ich drin habe, dass das auch die Leute in gewisser Weise mitgenommen hat. Also das war was, wozu sich viele verhalten konnten. Nicht nur, weil ich damit natürlich auch eine Form von Glaubwürdigkeit erzeugen konnte, dass ich wirklich auch was damit zu tun habe und ungefähr weiß, worüber ich spreche, sondern weil es für die Leute auch ein Moment war, wo sie einhaken konnten, wo sie sich erkannt gefühlt haben und wo sie auch das Gefühl hatten, es gibt Möglichkeiten, mit mir darüber in einen Austausch zu treten. Also es eröffnet sich ein neuer Resonanzraum des Sprechens über die DDR oder auch über Ostdeutschland, der sich nicht irgendwie auf ein paar wenige Begriffe wie Mauertote oder Unrechtsstaat sozusagen reduzieren lässt, sondern der ein Stück weiter ist. Die Leute haben immer gesagt, ja, die DDR ist natürlich Unrechtsstaat, aber sie ist es nicht nur. Und dieses nicht nur, das muss eben miterzählt werden. Und das habe ich in dem Buch versucht, ohne beiseite zu schieben, dass die DDR auch natürlich für vieles viel Schlechtes und viel Schlimmes steht, dass man sich natürlich auf keine Weise zurückwünscht. Ja, welche Rolle das die Erzählung von Authentizität und von Zeugenschaft spielen, darauf würde ich gleich gerne noch so ein bisschen genauer zu sprechen kommen, weil das, glaube ich, für beide Bücher total relevant ist. Aber erstmal über diesen schönen Begriff der Ortskenntnis, der ja für Lücken Klein ganz wörtlich gemeint ist, aber ja auch die Kenntnis einer Erfahrung im weiteren Sinne meint, darüber
Olivia Wenzel ins Gespräch einladen, weil Sie ja eine Ortskenntnis haben im metaphorischen Sinne, die kaum jemand hat. Die Erfahrung, nämlich ganz offensichtlich als schwarze ostdeutsche Frau aus dem Normalitätskonzept der DDR, was Steffen Mau hier kurz angerissen hat, herauszufallen und ihrer Ich-Erzählerin, die ja Teil einer Romankonstellation ist, eine Sprache zu geben, die aus der Gegenwart nach einer kohärenten Erinnerung an diese spezifische Erfahrung erstmal sucht, die da versucht, in einer dialogischen Form sich zusammenzufinden mit dem, was passiert sein könnte und das überhaupt rückzubeziehen auf gegenwärtige Erfahrungen. Hat beim Schreiben denn diese Erfahrung des Aufgewachsenseins in der DDR überhaupt so eine wichtige Rolle gespielt oder ist das eine Folie, die sich vielmehr über die Erfahrung von Rassismus in verschiedenen Gesellschaftsmodellen nur als Anlass drüber gelegt hat? Also für mich war das Schreiben des Buchs so, dass ich da tatsächlich, also zentral war immer wieder Rassismus in all seinen Facetten. Und dieses Thema dieser ostdeutschen Identität, was auch immer das ist, finde ich, ist in dem Buch sehr oft angeschnitten, aber ich habe das Gefühl, ich bin dem niemals komplett auf den Grund gegangen. Und ich fange auch jetzt im Nachhinein erst an, darüber nachzudenken, woran das eigentlich liegt. Und natürlich liegt das daran, dass ich 85 geboren bin und die DDR wirklich nicht bewusst erlebt habe. Und egal, wie viel ich dazu lese, ich war nicht dabei, nicht bewusst. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch so ein paar andere Sachen, von denen ich glaube, dass die auch lange wie so eine gewissenhafte Erinnerungsarbeit und Auseinandersetzung mit Ostdeutscher meiner oder auch dann der Protagonisten ihrer ostdeutschen Identität verhindert haben. Und ich glaube, das eine ist, dass ganz viele Stimmen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich, einfach bisher nicht so viel Gehör gefunden haben. Ich habe kürzlich ein Gespräch gehabt mit Lydia Lierke und Jana Hensel. Und Jana Hensel kennen Sie vielleicht, das ist diese Journalistin von Zeit Ost, die sich die Zeit im Osten schon sehr lange dafür stark macht, dass die Ostdeutschen, nicht nur die Ostdeutschen, sich für die Ostdeutschen interessieren sollten. Und Lydia Lierke hat ein Buch herausgegeben, das heißt Erinnern stören. Und da geht es zum Beispiel um Perspektiven aus jüdischer und migrantischer, also Perspektiven auf den Mauerfall aus jüdischer und migrantischer Perspektive. Und da habe ich drin geblättert und ganz, ganz oft ist es mir passiert, dass ich mich da selbst gelesen oder erkannt gefühlt habe. Und im Gespräch mit Lydia haben wir dann also beide festgestellt, die Tatsache, dass wir erst eben so spät anfangen, darüber nachzudenken und zu schreiben, hängt natürlich damit zusammen, dass als Frauen of Color wir erstmal primär andere Kämpfe zu kämpfen haben, anderen Leidensdruck mit zum Beispiel verbunden ist mit schwarzer Identität, was auch immer das ist. Und dass es eben so wenig Vorlagen gibt. Also es gibt sehr, sehr viel Erzählung, Erinnerungsarbeit zum Beispiel zu schwarzer Identität, also gerade auch aus den USA und so weiter. Aber dass ich persönlich ein Buch in die Hand bekomme und merke, okay, das gab es auch, diese Stimmen gab es auch in der DDR, das ist selten. Also ich hätte mich sehr gefreut, während ich an meinem Roman geschrieben habe, so ein Buch von Lydia Lierke in die Hände zu bekommen. Und in dem Gespräch habe ich auch plötzlich den Gedanken gehabt, wir hätten so viele mehr sein können. Und dieses Wir ist natürlich vielleicht problematisch, aber was ich damit sagen will, ist, dass es natürlich ganz viele Menschen, die nicht Weißen in der DDR gab, aber dass da auch staatlich reglementiert wurde. Also einerseits gab es einfach eine klare Segregation. Leute, die als VertragsarbeiterInnen kamen, waren in diesen Heimen untergebracht. Und es gab aber auch so Regeln, wie wenn beispielsweise eine nicht deutsche Frau, sagen wir zum Beispiel aus Vietnam, von einem ostdeutschen Mann schwanger wird, ist sie entweder gezwungen abzutreiben oder sie wird abgeschoben. Und das, also da durch solche quasi staatlichen, also durch solche Gesetze sind ja auch wie so ganz viele Biografien wahrscheinlich nochmal ganz, ja, haben so schmerzhafte Risse bekommen oder Einschnitte. Genau, dann habe ich also mich ein bisschen beschäftigt, jetzt auch eigentlich im Nachgang erst nach dem Buch ein bisschen gründlicher über mich, die DDR,
Schwarzsein in der DDR nachzudenken. Ich finde da, eine Freundin von mir hat einen Film gemacht, der heißt Ines Johnson Spain, und sie ist zum Beispiel Mitte der 60er in der DDR geboren, mit einem afrikanischen Vater, einer weißen Mutter, hat das ihr Leben lang aber nicht gewusst. Also ihr wurde ihr Leben lang der Lebenslüge erzählt, das thematisiert sie auch im Film. Sie sei von einem weißen Vater und man hat so getan, als wäre sie weiß. Und also solche Themen interessieren mich im Moment sehr. Und ich habe das Gefühl, diese Erzählungen sind noch nicht so im Mainstream angekommen. Genau, soweit erstmal. Ich könnte jetzt auch noch ein bisschen weiterreden, aber vielleicht haben Sie noch eine Frage. Ich würde gerne auf diesen Begriff der gewissenhaften Erinnerungsarbeit eingehen, weil das ja fast schon eine Steilvorlage ist für das, was die deutsche Kultur vielleicht auch in Bezug auf die NS-Zeit fast identitätsbildend geprägt hat. Und in der ersten Ausgabe der Labore haben wir darüber gesprochen mit Michael Rosberg und Caroline Emke, dass die Gewissenhaftigkeit der Erinnerungsarbeit, was die Mehrheitsgesellschaft angeht, in diesem Fall schon fast zum Problem wird, weil sie sich auf eine ritualisierte Form des Erinnerns kaprizieren kann, in der dann eigentlich Widersprüche getilgt sind. Und die Frage stellt sich, glaube ich, durch Ihre beider Bücher gleichermaßen. Was ist eine gute oder eine interessante, wäre ja besser gefragt, gewissenhafte Erinnerungsarbeit? Olivia Wenzel, Sie haben es gerade angeführt, dass es eventuell etwas damit zu tun hat, überhaupt erst Faktizität zu schaffen für unerzählte Geschichten, die überhaupt nicht erfasst sind. Und andererseits für Herrn Mau, oder besser gesagt für Lütten Klein als Buch, bedeutet es, gegen eine bestimmte Form des systematischen Vergessens, könnte man sagen, das uns immer wieder realpolitisch heute auf die Füße fällt, anzuarbeiten. Also insofern die Frage an Sie beide, welche Form von Erinnerungsarbeit wünschen Sie sich? Vielleicht als erstes an Frau Wenzel, weil das an Ihre eigene Formulierung so toll anschließt. Meinen Sie, wünsche ich mir sozusagen für mich im Schreiben oder tatsächlich so medial? Das Mediale kann ja im Prinzip erst folgen, wenn gute Vorbilder geschaffen sind, was ja auch ein bisschen die Idee von Laboren ist. Ja, ich finde das eine gute und interessante Frage, weil das Thema Erinnerung, also diese Protagonistin erinnert sich permanent und nimmt auch diese Erinnerung auseinander und manchmal sind die ja auch dann nicht gültig. Das Thema Erinnern ist zentral und gleichzeitig heißt ja erinnern, denke ich, für mich auch immer erfinden. Also was ich erinnere, sind ja mir überlieferte Informationen. Wenn mir DDR sozusagen erzählt wurde, dann immer extrem stark gekoppelt an so einen eigenartigen Materialismus und einen Stolz darauf, was man alles besaß, was man mehr hatte als die anderen. Also und es gibt sozusagen für mich als Quelle aus Familiengeschichten erstmal nicht so viel, wo ich ansetzen könnte, mich gewissenhaft zu erinnern. Ich weiß nicht genau, dieses gewissenhaft, so habe ich das noch nicht gedacht. Also wenn ich das höre, denke ich, Sie meinen so gründlich und richtig und korrekt. Und natürlich gibt es das nicht. Also natürlich gibt es einfach ganz, ganz viele Perspektiven, die nebeneinander stehen. Und wenn ich mich erinnere, oder jemand eben wie Ines Johnson Spain, die als schwarze Frau in der DDR gelebt hat, dann sind das ja völlig unterschiedliche Narrative. Was ich interessant finde und was von dem ich auch das Gefühl habe, es könnte wirklich sehr viel gewissenhafter erinnert werden, ist einfach, das hat Herr Mau auch schon gesagt, die Tatsache, dass es so viele auch rechte Gewalt und so weiter schon in der DDR gab. Also es gibt jetzt gerade ja immer noch heute dieses Narrativ von und plötzlich in den 90ern ist die Gewalt so explodiert und es stimmt ja einfach nicht. Und ich habe jetzt so ein bisschen dazu gelesen, dass beispielsweise es gab einfach sehr oft rassistische Überfälle und es gab eben auch noch diese ganzen Altnazis des Zweiten Weltkriegs und die DDR war sehr wohl und sehr gut darüber informiert, wer alles rechts war, wer welche Netzwerke hatte und hat aber dieses Wissen sehr oft eigentlich nur benutzt, um quasi
das gegen den Westen zu verwenden. Also da gab es so ein Braunbuch, was mal veröffentlicht wurde mit tausenden Namen von alten Nazi und Tätern, die quasi, aber dann, was veröffentlicht wurde, waren sozusagen nur die, die im Westen sitzen. Das hat man auf der Leipziger Buchmesse irgendwann 1960 veröffentlicht. Und da denke ich, also es gab kilometerlange Akten, es gab ganz viel Wissen darum und es gab ja auch einfach krasse Gewalt gegen Menschen, die nicht weiß waren. Und das ist in dieser DDR ja immer verschwiegen worden. Und auch deswegen heute habe ich das Gefühl, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Oder man erinnert, also wie Steffen Maudes auch beschrieben hat, so wenn er spricht ja von einer homogenen Gesellschaft. Ich habe hier mitgeschrieben, kulturell und ethnisch. Und es war die DDR vielleicht zu großen Teilen, aber eben zu Teilen auch nicht, weil da ja auch ganz viele Menschen gelebt haben, die nicht schon immer da waren. Und ich habe das Gefühl, die sind so ein bisschen außen vor und auch was ihnen widerfahren ist bisher. Jetzt nochmal zurück zu mir und meinem Schreiben. Was ich da gemacht habe, was Autofiktion für mich bedeutet, ist ja eigentlich sozusagen meine eigene Biografie als ein Material zu begreifen, das ich ganz viel eben verfremde. Genau, Herr Mau hat es ja auch genannt, befremden mit dem Gegenstand und dann neu damit vertraut werden. Ich versuche das immer so zu beschreiben, es ist, wenn ich ein Computerspiel programmiert hätte, dann wäre das sozusagen dieser Avatar, der durchsteuert durch diese Computerlandschaft, mir entlehnt oder an mich angelehnt, aber natürlich niemals ich. Und ich glaube, das ist für mich die Art von gewissenhafter Erinnerungsarbeit, wenn wir es so nennen wollen, die ich leisten kann, weil ich natürlich immer, wenn ich mich erinnere, Fehler mache. Das ist niemals faktisch korrekt. Insofern habe ich das Gefühl, ich kann einerseits nur sehr subjektiv darüber sprechen, wenn ich darüber spreche, und andererseits ist es wichtig, da, also durch die Struktur, die mein Buch hat, ein Gerüst zu bauen, das erlaubt, dass das eben nicht als rein autobiografisch gelesen wird. Ja, vielleicht knüpfe ich da an, das passt vielleicht ganz gut. Also die Frage jetzt zusammen, was ist das richtige Erinnern, die kann ich natürlich auch nicht beantworten, aber ich würde sagen, eine sozusagen Randbedingung für gutes Erinnern ist wahrscheinlich, dass es von diversen Stimmen gemacht wird. Also dass es nicht sozusagen eine autorisierte Sprecherschaft gibt für das Erinnern, sondern dass sich möglichst viele an einem Erinnern beteiligen sollen, mit sehr unterschiedlichen biografischen Erfahrungen. Das ist schon substanziell. Und das ist für mich etwas, was lange Zeit nicht geschehen ist, weil die DDR ist untergegangen, die ist kollabiert, die war auch moralisch und politisch desavouiert. Und da gab es auch wenig Gründe, sozusagen positiv zurückzuschauen. Das hat in den 90er und Nullerjahren ganz stark dazu geführt, dass viele ehemalige DDR-Bürger so etwas wie so ein doppeltes Geschichtsbild entwickelt haben. Also einerseits gab es die offiziöse, Prinzip abrechnende Geschichtspolitik. Und dann gab es so eine Alltagserinnerung, die häufig die DDR auch in sehr rosigen Farben gezeichnet hat. Und das beides hat nicht so ohne weiteres zusammengepasst. Zum Teil gab es auch Abwehrreflexe, weil die offiziöse Geschichtspolitik in Bezug auf die DDR eben so stark auch schon in vorgefertigten Kategorien argumentiert hat, dass man selber die DDR nochmal hat heller scheinen lassen, im Privaten, im Persönlichen, als sie tatsächlich war und als man sie damals empfunden hat. Und ich glaube, dass sozusagen dadurch, dass im Prinzip schon immer klar war, wer eigentlich auf der richtigen Seite stand, historisch, das hat sich ja auch schon allein durch den Zusammenbruch der DDR ergeben, in Ostdeutschland selbst ein Gespräch über das, was die DDR war, aber auch über den Übergang zur Bundesrepublik nicht so richtig entwickelt hat. Es waren ganz wenige, die gesprochen haben, die auch letzten Endes die Autorität hatten und auch vielleicht sozusagen die biografische Glaubwürdigkeit, um das zu machen, häufig Bürgerrechtler oder Leute, die dann auch in Parteien Karriere gemacht haben. Aber ein Gespräch zwischen den Generationen hat ganz wenig stattgefunden. Also wenn ich jetzt mal für meine Generation sprechen darf, ich bin 1968 geboren, da gibt es eigentlich in der Altersgruppe ganz wenig Leute, die sich also miteinander auch mal gerauft haben in der Art und Weise, wie sie auf die DDR zurückschauen.
Es gibt ja Leute, die sagen, die DDR oder Ostdeutschland hat kein 1968 gehabt, sozusagen als reinigendes Moment, als Generationenkonflikt, wo dann die Verantwortung im Dritten Reich aufgearbeitet wurde. Da kann man sich ja mehrere Gründe dafür fügen, anbringen, warum das so gewesen ist. Natürlich, in Ostdeutschland brauchte man das vielleicht nicht mehr so, weil die gesamten gesellschaftlichen Eliten, auch die Elterngeneration, ja schon durch Massenarbeitslosigkeit, Restrukturierung und Abwicklung aus den Spitzenpositionen verdrängt worden ist. Also die saßen nicht mehr an den Schalthebeln der Macht. Und es gab, das trifft jetzt für Frau Wenzels Generation ganz stark zu. Über sie persönlich kann ich nichts sagen, aber sozusagen auch eine starke Solidarisierung zum Teil mit der Elterngeneration. Also, dass man die Eltern auch geschont hat, weil man gesehen hat, dass sie auch sehr starke ökonomische Unsicherheit, zum Teil Existenzkämpfe durchmachen mussten. Also da gab es auch Formen der Solidarisierung, die vielleicht diesen stärkeren Generationenkonflikt verhindert haben. Und das sehe ich heute, dass das sich noch mal anders auch durch ja, andere Leute, also auch wie Frau Wenzel und viele andere auch aus der dritten Generation Ost, die sich jetzt artikulieren und die mit einem anderen Selbstbewusstsein solche Themen noch mal angehen. Dazu gehört auch ganz elementar das Thema des Altersrassismus in der DDR schon. Es gab ja breite rechte Netzwerke. Es gab eine Bagatellisierung von rechtsradikalen und xenophobischen Übergriffen. Das wissen wir heute alles, das ist bekannt. Und das beschreibe ich auch in meinem Buch anhand eigener Erfahrungen. Also Mitte der 80er Jahre, verschiedentlich in Kneipen, also dass Leute wirklich mit Wehrmachtsuniformen da aufgetreten sind. Auf einem Zeltplatz sind wir mal alle verprügelt worden als junge Schüler, weil da eben auch Nazis kamen aus dem Dorf und die eben stundenlang Sieg Heil schreien durften, ohne dass die Polizei eingeschritten ist. Das war eben doch Alltag. Und in den 90er Jahren hat sich das nochmal mit einer extrem starken, politisch polarisierten Jugendkultur dargestellt. Also dieser Kampf rechts gegen links in den Städten, in den S-Bahnen, in den U-Bahn-Schächten. Da glaube ich, können viele davon berichten, dass das doch eine ganz wesentliche Erfahrung war, auch mit ganz viel Gewaltausbrüchen, also auch physischer Bedrohung, auch Angstsituationen, die jetzt Leute wie mich natürlich viel, viel weniger treffen als jemand wie Frau Wenzel oder andere, die jetzt sozusagen als andersartig markiert oder kodiert werden von solchen Rechtsbewegungen. Aber das gehört eben mit dazu. Man darf aber nicht jetzt sozusagen in diesen naiven Fehlschluss verfallen, nur weil in der DDR unglaublich viel rechtslastiges Gedankengut und auch Netzwerke unterwegs waren, sei das im Westen nicht so gewesen. Also mich zum Beispiel, um jetzt mal auf die Erinnerungspolitik zu kommen, hat das absolut schockiert, also in den 90er Jahren das Hamburger Institut für Sozialforschung die Wehrmachtsausstellung gemacht hat und da die Wehrmacht sozusagen als Teil des verbrecherischen Naziregimes dargestellt worden. Dass es da öffentliche Demonstrationen gab an verschiedenen Ausstellungsorten in Süddeutschland und auch eine große kontroverse Diskussion, ob man überhaupt die Wehrmacht so negativ darstellen dürfte. Und das war für mich damals eben auch irritierend, wo man als DDR-Bürger doch eigentlich so erzogen worden ist, dass man sagt, natürlich war die Wehrmacht Teil des gesamten auch Vernichtungsapparates des Dritten Reichs. Also wenn man über Geschichte redet, dann muss man eben immer sozusagen diese Pluralität der Perspektive und man muss es aushalten, dass sie sich irgendwie miteinander verschränken und gegeneinander stellen. Und deswegen sind wir heute mit der Geschichte auch noch nicht zu Ende. Also Frau Wenzel hat vorhin gesagt, sie braucht auch eine Zeit, um überhaupt so schreiben zu können und dieses Thema so angehen zu können. Es geht mir auf andere Art und Weise sehr, sehr ähnlich. Ich habe auch 30 Jahre nicht zu Ostdeutschland gearbeitet und auch nichts dazu geschrieben. Aber ich hatte das Gefühl, jetzt, heute kann man anders darüber schreiben als noch vor 15 oder 20 Jahren, wo ich so ein Buch wie Lütten Klein, glaube ich, im öffentlichen Diskurs nicht so ohne weiteres hätte verteidigen können. Das wäre ganz anders aufgenommen worden. Aber heute guckt man eben anders auf die Geschichte.
Ja, Pluralität der Perspektiven, das ist ja im Prinzip eine Forderung, die oder auch eine Praxis, auch eine ästhetische Praxis, die in extrem vielen Projekten, die wir fördern, mit denen wir zu tun haben, auch eine große Rolle spielt, zu fragen, wie kriegen wir andere Geschichten auf die Bühnen, wie kriegen wir andere Objekte in die Museen, wie kriegen wir andere Kuratorinnen versammelt, die diese Geschichten auch erzählen können. Und immer spielt diese Frage einer authentischen Bezeugung dessen, was man da ästhetisch oder politisch verhandeln will, eine extrem große Rolle. Und die ist ja auch ein sehr starkes affektives Moment in beiden Büchern, ein Moment, das Vertrauen herstellt, sich auf diese differenzierten Perspektiven einzulassen. Und gleichzeitig ist es ja auch ein Stück weit fatal. Und das nicht nur in der Erinnerung an die DDR oder in Erinnerungskultur, sondern in politischer Debatte allgemein, wenn dadurch beispielsweise, so wie Herr Maus gerade sagt, eine bestimmte Generation von Ostbürgern vermutlich erstmal rausfällt, weil sie an dieser Art des Erzählens aus bestimmten Gründen, biografischen, psychologischen, wie auch immer, weniger partizipieren. Oder weil in Bezug auf Ihr Buch, Frau Wenzel, das dann eben immer damit verbunden wird, dass selbst künstlerische Produktion immer an das Authentische der Autorin gekoppelt bleibt und davon sich nicht freimachen kann. Also nervt Sie eigentlich das beide auch, dass Sie jetzt als so Zeuginnen und Zeuge für eine bestimmte Erinnerungsarbeit an die DDR einstehen müssen? Ich fange mal an. Nee, das nervt mich nicht. Mich nervt es, wenn ich immer wieder sozusagen mit meinen persönlichen Erfahrungen beweisen muss, dass es Rassismus in Deutschland gibt. Dann finde ich die Interviews nervig und die Fragen. Ich finde, also ich habe in Hildesheim Kulturwissenschaften studiert. Da gab es ganze Seminare zum Begriff Authentizität. Ich erinnere mich an dieses Mantra, Authentizität gibt es nicht, sie wird zugeschrieben. Ich weiß nicht, ob dem so ist, aber es ist auf jeden Fall ein Begriff, der mich nicht mehr umtreibt oder nicht mehr beschäftigt oder nicht mehr nervt. Und ich glaube auch, dass ich ja das Glück habe, dass das Buch auch ohne mich funktioniert und ohne meinen Körper und mein Gesicht. Also wenn man es alleine liest, oder es wird ja jetzt auch, es geht jetzt an ein paar Theater, es geht in andere Länder und es wird auch wahrscheinlich, vielleicht wird es verfilmt, wir werden sehen. Also und ab da bin ich ja einfach überhaupt nicht mehr beteiligt als ich. Und dann können sich an irgendeinem Punkt Leute denken, wer ist eigentlich diese Olivia Wenzel, was hat sie davon erlebt? Aber sie können es auch nicht mehr rausfinden und sie können also auch dem Erzählten in diesem Sinne keine Authentizität mehr zuschreiben. In ihrer Formulierung, verehrte Frau Bindernagel, gab es eben was, wo ich kurz gezuckt habe, nämlich bei dieser, und ich weiß, Kulturschulung des Bundes, cool, ihr macht super, sie machen alle super gute Sachen, aber da, wenn man formuliert, wie kriegen wir die anderen auf die Bühne, wie kriegen wir die anderen Projekte, wie können wir das schaffen, wie können wir es schaffen, dass die anderen endlich von sich uns erzählen, voll richtig. Ja, da ist so, dann könnte man vielleicht auch denken, vielleicht könnten diese anderen zum Wir werden, vielleicht könnten sie auch hier arbeiten, vielleicht könnten wir an irgendeinem Punkt es schaffen, sie nicht mehr als die anderen zu denken, sondern als ein gemeinsames Wir. Das werden Sie sicherlich auch schon öfter durchdacht haben, aber es ist mir gerade so kurz, weil ich dachte so, da muss ich kurz was zu sagen, weil ich finde, da fängt es nämlich immer an, gerade wenn es eben um darum geht, wenn Leute sagen, Olivia Wenzel beschreibt authentisch schwarzes Leben in Deutschland, dann denke ich so, das stimmt einfach nicht. Also ich beschreibe eine Möglichkeit, wie es sein kann. Und immer noch zu sagen, schwarzes Leben, aber niemals zu sagen, weißes Leben, das ist halt müßig. Also da muss man ein bisschen mehr arbeiten, dass man sozusagen auch das Weiße sichtbar macht als etwas, was sich immer als zentral und wir begreift, aber nicht ist. Das stimmt total. Und da steckt auch sicherlich ein Stück weit unreflektierte paternalistische Sprache drin, in dem, wie ich es gerade ausgedrückt habe. Ich wollte es aber andererseits auch als einen Effekt dieser starken Fokussierung auf das Authentische beschreiben, das nämlich immer wieder auch Othering natürlich betreibt, indem
über das Authentische ja immer fragt, wer bin ich und was ist das Unteilbare an meiner eigenen Erfahrung? Also insofern ein Stück berechtigt und ein Stück wollte ich einfach damit sagen, dass dieses Verfahren auch dazu führt, dass man aus einem bestimmten Modus des Repräsentierens, der dann auch immer wieder sehr begierig eingefordert wird, dass man damit nicht rauskommt. Ja, dem ist tatsächlich so. Und also es gibt ja so einen Begriff aus den USA zum Beispiel dafür, der ist so Tokenism in meinem Fall. Also wieso, ich bin jetzt so schwarze Trophäe des weißen Literaturbetriebs oder so, könnte man böswillig sagen. Und zugleich habe ich ja mit der Veröffentlichung in einem großen Mainstream-Verlag genau gewusst, dass das passieren kann und vielleicht auch wird. Und also es ist, das eine ist sozusagen zu diesem anderen immer gemacht zu werden und dafür herangezogen zu werden. Und das andere ist aber, das natürlich zu wissen und zu sagen, ich lasse mich darauf ein, weil ich daran glaube und möchte, dass es trotzdem was bringt und etwas bewegt. Und weil ich weiterhin glaube, Geschichten wie meine, Geschichten wie die der Protagonistin, Stimmen wie meine fehlen im Mainstream. Und deswegen lasse ich mich da gerne auch mal weiterhin authentifizieren. Im Prinzip so diese ambivalente Haltung, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Also das einerseits sieht man natürlich, dass das irgendwie auch Teil des Spiels und des Diskurses ist. Und andererseits hat man wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine zögerliche Haltung, zum Repräsentanten oder zur Klassensprecherin einer spezifischen Gruppe zu werden. Mir ging das letztendlich mit dem Buch ganz genauso. Ich bin lange der Bremer Soziologe gewesen. Wenn man sozusagen Bezug auf meine Arbeiten genommen hat, dann war ich der Berliner Soziologe, seit ich in der Humboldt-Universität bin. Und mit diesem Buch bin ich dann der ostdeutsche Soziologe geworden, obwohl ich seit 30 Jahren gar nicht mehr in Ostdeutschland wohne. Also, und da kann man jetzt sagen, da bin ich natürlich selbst dran schuld. Ich hätte ja nicht so ein Buch schreiben müssen, wo ich mich auch so stark als Autor und auch als ostdeutscher Autor sichtbar mache. Also es gehören eigentlich letztendlich immer zwei Seiten dazu. Also einerseits, dass man über diese Beglaubigung von Authentizität oder von Erfahrung oder von Identität natürlich auch im öffentlichen Raum sich selber sichtbar macht, aber das natürlich auch zurückwirkt, so dass man dem gar nicht mehr entkommen kann, obwohl man vielleicht auch sagt, nee, ich möchte auch nicht darauf reduziert werden oder das bin ich nicht nur, das ist eine Erfahrungsschicht von mir, aber das ist nicht meine gesamte Identität. Aber das ist im literarischen Schreiben sicher nochmal etwas anders als jetzt im wissenschaftlichen Schreiben oder im Schreiben von Sachbüchern. Aber das ist auch ein Thema, das mich doch zunehmend beschäftigt, weil ich glaube, man auch als Autor immer wieder gut daran tut, letzten Endes Erwartungen, die mit solchen Zuschreibungen verbunden sind, zu unterlaufen oder in gewisser Weise so eine Gegenbewegung auszulösen, um eben das nicht so starr in solche Schubladen hineinlaufen zu lassen. Also wenn man dann immer nur noch, also jetzt in meinem Falle, wie der ostdeutsche Interpret in einem bestimmten Alter, männlich und so weiter, mit einer bestimmten sozialen Position ist, dann glaube ich, dann würde man wahrscheinlich der Art, wie ich arbeite, auch ein bisschen Unrecht tun. Also von daher, das ist ein relativ schwieriges Terrain. Ich fände es aber, vielleicht das nochmal, um das ein bisschen rumzubekommen, schlecht, wenn wir in eine gesellschaftliche Situation hineinkämen, wo sozusagen die Lizenzierung des Sprechens über so eine Authentizitätsbeglaubigung passieren würde. Also wenn man sagen würde, es können eigentlich nur Leute über dieses Thema sprechen, die in gewisser Weise eine bestimmte Art von Betroffenheit vorweisen können. Da würde ich sagen, das ist gar nicht der Fall. Ich möchte über das Thema Ostdeutschland mit Leuten aus aller Welt sprechen, auch mal auch sehr gern mit Leuten aus Hamburg oder Braunschweig oder Hannover. Das ist sogar notwendig, die Verschränkung der Perspektiven. Das ist es, worauf es ankommt. Und natürlich, dass sich der Raum des Sprechens so weit öffnet, dass viele daran partizipieren. Aber ich glaube nicht sozusagen, dass es eine Erkenntnisüberlegenheit von Betroffenheit in jedem Falle gibt. Betroffenheit ist wichtig, Erfahrung ist unglaublich wichtig, die kann Argumente ganz stark machen.
Aber das ist nicht das Einzige im gesellschaftlichen Diskurs. Das darf man nicht vergessen. Ja, das finde ich auch, das haben Sie sehr schön formuliert. Mir ist gerade noch eingefallen, dieses Buch von Naika Furutan und wiederum Jana Hensel, immer Jana Hensel. Die haben sich unterhalten und Jana Hensel als weiße Ostdeutsche, Naika Furutan als eine Frau mit Migrationshintergrund aus Westdeutschland. Ich habe es noch nicht geschafft, es zu lesen, aber sie sind ja beide sehr kluge Frauen und genau da kommen ja so ganz, ganz viele Perspektiven zusammen und können, finde ich, irgendwie erzählen dadurch mehr, als eine es nur könnte. Und es sind wirklich zwei kluge Frauen, die sich wirklich austauschen. Das ist ja auch immer noch so ein Ding. Sie sagen immer, es gibt so viele Perspektiven und so. Aber es passiert ja wirklich selten, dass dann mal der eine vom anderen mal was annimmt oder mal drüber nachdenkt. Ich habe gerade noch einen anderen Gedanken. Jetzt ist er mir runtergefallen. Ach so, doch, ich fand es eine schöne Formulierung eben von Ihnen, Frau Bindernagel. Was ist das Unteilbare an meiner Erfahrung? Ich will jetzt nicht weiter auf Erfahrung pochen und so, als dass das das Beste ist, aber ich finde das eine interessante Frage, über die ich so noch nicht nachgedacht habe. Und dazu sind mir so zwei Sachen eingefallen, nämlich, dass jetzt gerade weil mein Buch eben immer auf rassistische Themen runtergebrochen wird im Sprechen darüber, ich dann mehrheitlich so mich damit auseinandersetzen musste, dass sehr viele weiße Menschen zu mir gesagt haben, ah, da, jetzt habe ich was verstanden, jetzt habe ich was gelernt, jetzt weiß ich, wie Rassismus ist zum Beispiel oder funktioniert. Und ich dann während des Schreibens, aber auch später immer wieder das Gefühl hatte, tatsächlich gibt es in meinem Buch was, was eine Art Vermittlungsangebot macht, von eben solchen Erfahrungen, ne, für die Leute, die es nicht kennen. Und gleichzeitig war ich mit dem Buch auch einmal in einem Raum, wo eben ausschließlich schwarze Menschen waren. Und ich habe, bevor das gedruckt wurde, Auszüge dort gelesen und hatte plötzlich das Gefühl, ah, diese und diese Stelle fühlt sich jetzt plötzlich unangenehm an. Ich habe die Leute nicht mitgedacht, die Leute, die sozusagen ähnliche Erfahrungen haben wie ich. Und von denen ich eigentlich also glaubte, das würde ich dann teilen, aber in dem Moment ist es gar nicht nötig, das zu teilen, weil es schon lange klar ist, weil es schon lange geteilt wurde, unausgesprochen. Und dann wiederum ist es mir passiert, dass eine schwarze junge Frau zu mir kam, auch Afrodeutsch, und die dann gesagt hat, ich habe das Buch gelesen und ich habe wirklich 30 Sachen eins zu eins genauso erlebt. Und ich dann dachte, ah ja, so individuell, wie ich dachte, ist das eben auch nicht. Und insofern, also ich schiffe jetzt noch drum rum, aber ich glaube, das, was man glaubt, was man gar nicht teilen kann, wenn man mit eigener Erfahrung arbeitet, stellt sich dann doch heraus, dass ganz viel davon viel teilbarer ist, als man dachte, für ganz unterschiedliche Menschen. Und das fand ich schon sehr, sehr überraschend. Also, dass ich im Vorhinein gar nicht weiß, welche meiner Erfahrung teilbar ist oder eben nicht teilbar, also wo sich Leute selbst erkennen oder eben auch nicht erkennen und darüber etwas erfahren. Womit ich vielleicht sagen will, dass das Schöne, finde ich, am Schreiben ist, dass ich erst im Nachhinein klüger bin als mein Buch. Schade, da konnte man uns jetzt wahrscheinlich beide nicht mehr so richtig lächeln sehen, aber es ist ja so eine super Formulierung, dass man auch rückblickend durch das Narrativ finden und durch die ästhetische Form praktisch einen anderen Zugang zur eigenen Erfahrung und zu deren Teilbarkeit bekommen kann. Und noch um auf diese Form der Laborhaftigkeit zurückzukommen, ich glaube, dass Teilbarkeit da eine extrem große Rolle spielt. Und wenn ich das richtig verstehe, in meiner Lektüre von jetzt wiederum Lütten Klein, sozusagen, dass die noch ausstehende Teilung von bestimmten Erinnerungen auch immer wieder zum politischen Pulverfass wird. Und das sowohl innerhalb Ostdeutschland, aber natürlich auch innerhalb Deutschlands und innerhalb auch einer größeren europäischen Gemeinschaft, auf die sich bestimmte Probleme ja auch wiederum ja, verdoppeln oder anders anwenden lassen. Also und Sie sprechen ja sogar von Frakturen, also von Brüchen,
die, selbst wenn sie heilen, wahrscheinlich immer Bruchlinien weiterhin sichtbar belassen werden. Eine solche ist mit Sicherheit die Fraktur von der stark auf Normalität und auf kleinbürgerliche, weiße Normalität eingestellten DDR in eine Gesellschaft zu kommen, in der eben genau diese Maßstäbe realpolitisch überhaupt nicht mehr die wirksamen oder die auch nur annähernd angemessenen sind, um Wirklichkeit zu beschreiben, aber eben auch also andere Frakturen, die schon von den 60er über die 70er sich entwickeln, aus der Geschlossenheit heraus und die wir sozusagen immer weiter als uneingestandenes Gepäck mittragen. Ist das richtig, dass, also so verstehe ich den Schluss Ihres Buches, dass wir eigentlich dringend uns diesem uneingestandenen Gepäck stellen müssen, weil es uns sonst immer wieder schwer in den Rücken hineinboxt, sozusagen. Ja, das ist für mich schon das Thema der Historizität. Also, dass man jetzt gesellschaftlich nicht Tabula Rasa machen kann oder man kann auch nicht eine Stunde Null behaupten. Also, das konnte man nach dem Zweiten Weltkrieg nicht behaupten. Das konnte man auch mit der Wiedervereinigung und dem Zusammenbruch des DDR-Sozialismus nicht behaupten. Sondern da sage ich immer, dass sozusagen das, was die DDR war und auch sozusagen die Fehl- oder Schiefstellung der DDR-Gesellschaft, dass die in gewisser Weise überlebt haben, in den Personen, aber auch in der gesamten gesellschaftlichen Gebilde, aber auch dann natürlich diese spezifische Transformationserfahrung, die in gewisser Weise traumatisierend war für viele Leute, vor allen Dingen für diejenigen, die dann hoffnungsvoll im Herbst 89 auf die Straße gegangen sind, weil sie eben aus der sklerotischen und eingeschlafenen Gesellschaft rauskommen wollten und was Neues aufbauen und die dann letzten Endes doch mit den Härten einer Marktwirtschaft, Massenarbeitslosigkeit und sonstigen konfrontiert worden sind. Und das ist etwas, was der ostdeutschen Gesellschaft bis heute doch, was sie mitschleppt und was ihr auch bis heute Probleme bereitet. Also das, glaube ich, ist sozusagen ein Element, was ich da so miterzählen wollte. Ich hätte mir im Prinzip gewünscht, sowohl zu 30 Jahren Fall der Mauer, auch 30 Jahre Wiedervereinigung, dass man nochmal eine größere öffentliche Diskussion mit einer Vielfalt der Perspektiven wiederum, aber auch mit richtigem Streit über den Weg in die deutsche Einheit, der in Ost und West nämlich sehr unterschiedliche Narrative hervorruft, nach wie vor. Also die Ost- und die Westdeutschen sehen das völlig unterschiedlich, dass man darüber mal in ein Gespräch kommt. Auch die Frage der ostdeutschen oder westdeutschen Identität. Eine westdeutsche Identität gibt es gar nicht. Und viele Westdeutsche, wenn sie fragen, ob jetzt die Ost-West-Differenzierung, ob die noch irgendeine Relevanz hat, also sagen ganz, ganz wenig, das ist ja auch eine Studie von Naika Vogotan, sagen ganz, ganz wenig Leute im Westen, dass das überhaupt noch relevant ist oder eine wichtige Spaltungslinie in der Gesellschaft. Im Osten wird das ganz anders gesehen. Das heißt, es gibt im Prinzip aus der westdeutschen Normalitätsperspektive heute doch so ein Stück weit so ein Unverständnis dafür, dass die Ostdeutschen da immer noch rumgrollen und immer noch Schwierigkeiten haben, sich als gleich oder gleichwertig zu verstehen und dass sie auch noch viele Dinge kritisieren. Aber das sind so Sachen, wo ich denke, da muss einfach noch viel, viel mehr Diskussion hinzukommen und da braucht man wirklich auch noch mal eine andere Art von innerdeutschem Gespräch. Für mein Buch ist, glaube ich, das hat mich immer wieder erstaunt, wenn Leute aus dem Ausland das gelesen haben, irgendwie aus den Staaten oder aus Skandinavien, dann haben die immer gesagt, das Buch ist unglaublich unvoreingenommen. Es sei das erste Buch, das sie lesen zur deutschen Wiedervereinigung, das nicht sozusagen so eine stark normative Vorprägung im Blick auf das, was da passiert ist, hat, sondern auch durchaus, ja, ich gehe auch kritisch mit der Wiedervereinigung ins Gericht. Weil ich glaube, dass da eben auch viele handwerkliche Fehler gemacht wurden, zum Teil ein starkes Machtgefälle vorhanden ist, das eben auch dazu geführt hat, dass es so starke Asymmetrien zwischen Ost und West bis heute gibt. Also das sind so Sachen, die mir da auch beim Schreiben des Buches sehr wichtig gewesen sind. Vielleicht noch mal eine Bemerkung zu dem, was Frau Wenzel vorhin gesagt hat, in Bezug auf diese Frage der Übergriffigkeit und
Das ist natürlich so, dass wir auch von den Institutionen auch erwarten müssen, dass sie diese Gesprächsformate bereithalten, so wie sie das hier jetzt auch machen. Aber sprechen müssen die Ostdeutschen eben schon selbst. Also es gibt so einen schönen Begriff des Institutional Gardening. Das heißt, die Institutionen können ein bisschen dafür sorgen, dass solche Foren gegeben werden, aber wachsen müssen die Pflanzen natürlich schon von alleine. Und da sehe ich jetzt in Ostdeutschland wirklich auch in der Generation von Frau Wenzel eine ganze Menge an interessanten Leuten, die wirklich nochmal ganz anders auf die Vergangenheit zugreifen, ganz anders damit umgehen. Und ein Teil ihres Buches, das geht ja nicht nur um Rassismus bei Frau Wenzel, sondern ein Teil dieses Buches ist natürlich auch eine ganz starke Reflexion des Generationenverhältnisses. Also die Mutter oder die Großmutter. Und da, finde ich, wird eigentlich eine ganze Menge auch erzählt an Formen von Sprachlosigkeit oder auch aneinander vorbei kommunizieren, die wahrscheinlich nicht nur für ihren Fall, sondern für viele andere Fälle auch typisch ist, weil man eben nach wie vor unglaublich schlecht über die Dinge, die damals geschehen sind, reden kann. Also das betrifft die Verantwortung in der DDR, das Leben in der DDR, aber das betrifft natürlich auch sozusagen bestimmte Dinge, die dann im Zuge der Wiedervereinigung auch Leuten durchaus widerfahren sind. Und das, finde ich, ist auch ein Element, das in Ihrem Buch doch relativ prominent aus meiner Sicht eine Rolle spielt. Und natürlich, das wäre ja vielleicht nochmal irgendwie eine andere Sache, die mir eben stark aufgefallen ist, das haben Sie auch jetzt selber schon angesprochen, ist im Prinzip diese fehlenden Begriffe in der ostdeutschen Gesellschaft oder in der späten DDR-Gesellschaft für Rassismus, für schwarze Personen, auch sozusagen diese Verleugnung von Andersartigkeit oder anderen Identitäten, die es ja auch gab. Also, dass man das eigentlich nie so offen kommuniziert und ausgesprochen hat und aus meiner Sicht auch, soweit ich mich zurückerinnere, fast keine Begriffe dafür hatte. Also es ist ja ganz viel dann verklausuliert oder umschrieben worden. Und das betrifft jetzt nicht nur die Frage der Hautfarbe oder andere Dinge, sondern es betrifft ja sexuelle Identität und so weiter. Da geht das ja im Prinzip weiter. Also ich kann mich erinnern, dass man eigentlich jetzt in meiner Familie immer nur bei homosexuellen Personen von den Menschen vom anderen Ufer gesprochen hat. Ne? Also das ist ja auch im Prinzip so eine Umschreibung, wo man Alter etwas ausspricht, ohne es benennen zu wollen. Das ist aber nicht trotzdem dieses Projekt, eine Sprache zu finden, das natürlich vor allen Dingen Menschen obliegt, wie Sie gerade sagen, Herr Mau, sprechen müssen die Leute schon selber. Ist es nicht, wenn man sich jetzt aber die Entwicklung auch nach 89, 90 anguckt, trotzdem auch eine Verantwortung, die wir alle und jetzt wirklich alle nicht genug wahrnehmen? Also ich habe mir im Vorfeld der Veranstaltung nochmal Talkshows aus Ost- und Westdeutschland angeschaut, die zur Wendezeit abgehalten wurden mit Protagonistinnen aus beiden deutschen Staaten. Und immer wieder gibt es eigentlich eine ganz klare Formulierung von dieses historische Zeitfenster, was sich hier öffnet, was ist eines, was wir nutzen wollen, was einen offenen Ausgang hat, was nicht zwangsläufig in der Eingemeindung münden soll, was wir mit einem anderen Verständnis von Zeitlichkeit bearbeiten müssen, um überhaupt einen Gedanken dazu entwickeln zu können, wie eine selbstbewusste Sprache nach der Wende für Ost und West gemeinsam oder getrennt aussehen könnte. Da haben einfach Leute etwas eingefordert, was dann von dem, was zynisch als historischer Fortschritt bezeichnet wurde, niedergetrampelt wurde. Und das ist ja ein Erbe, das alle teilen und über das auch in anderer Weise vielleicht nochmal gemeinschaftlich zu sprechen wäre. Wie gehen wir eigentlich mit historischen Öffnungen um und mit der Chance, die sich da auftut oder eben nicht auftut?
Also ich würde sagen, die Verantwortung von, auch nur die Verantwortung der Erinnerung wegholen von einer Nachfolgegeneration, die sie jetzt sehr stark auch übernimmt und sie als gesamtgesellschaftliches Projekt wieder anders begreifen, oder? Ja, ich teile diese Beobachtung aus den 90er Jahren natürlich, ich denke mal, heute mit völlig anderen Diskursen und auch Herangehensweisen würde man wahrscheinlich die Wiedervereinigung nicht auf diese Art und Weise über die Bühne bringen. Also es war schon eine Verohnmächtigung der ostdeutschen Gesellschaft. Wenn man sich jetzt die Umfrage in den 90er Jahren, also schon 92, 93, 94 anguckt, gab es bei 80% der Ostdeutschen eine massive Kritik an sozusagen der Art und Weise der Wiedervereinigung, nicht an der Wiedervereinigung selbst. Das muss man mal auseinanderhalten. Und da sind die Ostdeutschen natürlich letzten Endes in eine Situation hineingeraten, wo sie selber nicht sprachmächtig waren. Plötzlich saßen sozusagen die Diskursmächtigen, die politisch Potenten und auch sozusagen die ökonomisch Einflussreichen, die saßen woanders. Und das hat die Gesellschaft unglaublich schwach gemacht, also in der Art und Weise, wie sie Diskurse pflegen kann. Also Jana Hensel und Naika Forotan sprechen in ihrem schon genannten Buch von der Dominanzkultur Westdeutschlands. Und das ist, glaube ich, auch ein Begriff, den ich teilen würde, dass doch letzten Endes nur diejenigen dann öffentlich sprechen konnten und auch nur denjenigen zugehört wurde, die in gewisser Weise sich auch auf diese westdeutschen Narrative einlassen konnten und dann als satisfaktionsfähig gelten. Und das galt, es war eben für viele Leute nicht der Fall. Und das hat sich heute schon verändert. Ich glaube auch, dass man jetzt in der geschichtspolitischen Auseinandersetzung mit Ostdeutschland heute eine andere Rahmung findet oder dabei ist zu finden. Es gibt ja verschiedene, also auch Bericht zu 30 Jahren Deutsche Einheit, auch verschiedene Initiativen, sodass die DDR eben nicht nur auf so eine Opfer-Täter-Dichotomie zusammengeschnurrt wird, sondern da gab es eine ganze Menge auch an Grauschattierung, an dem dazwischen und an dem sowohl als auch. Und das ist etwas, was aus meiner Ansicht eben stärker miterzählt werden müsste. Und das trifft auch für die Zeit nach der Wiedervereinigung zu. Das ist für mich noch nach wie vor nicht aufgearbeitet. Und da gibt es viele Leute, die da noch einen ganz bösen Groll im Hals haben, weil sie da Dinge auf Form von Bevormundung und auch Entmündigung erfahren haben, die eben so als Demütigungserlebnisse dann bei den Leuten auch hängen geblieben sind und wo sie dann in eine Haltung hineingekommen sind, aus der sie ganz schwer wieder herauskommen. Also man hat die Leute einfach zu wenig mitgenommen, auch zu wenig gesprochen. Es war auch in Ostdeutschland selber zu wenig sozusagen politische Debatte über das, was man sein will, wo man eigentlich hin will, auch zu wenig Aufarbeitungsdebatte über das Mitlaufen in einem diktatorischen System. Und ich glaube, das kann man jetzt nicht alles nochmal nachholen, aber man kann heute auch aus sozusagen nicht stattgefundenen oder nur rudimentär stattgefundenen Debatten lernen und versuchen, die ein bisschen besser zu machen. Frau Wenzel, das sind ja alles sozusagen Forderungen, die sich auf mehr Differenzierung richten. Wenn man sich aber auch als Betroffene und als Expertin mit dem Thema Rassismus beschäftigt, dann wird einem ja die Chance für eine so differenzierte Perspektive auch oftmals genommen, weil man eben betroffen ist davon, dass andere mit Othering im besseren Fall noch mit Gewalt im schlimmeren Fall auf einen reagieren. Nervt es eigentlich auch, wenn man immer für mehr Differenzierung plädiert, aus einer bestimmten Perspektive heraus? Vieles wird nerven und nervt weiterhin. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich permanent dafür plädiere, aber klar habe ich auch das Gefühl, dass ich mich wiederhole und dass das irgendwie jetzt nicht Konsequenzen hat, dass er oder irgendwas zeitigt.
Aber ich habe gerade noch mal nachgedacht über diesen Begriff der Verohnmächtigung der ostdeutschen Bevölkerung. Und ich glaube, mittlerweile sagen ja auch viele Leute eben absichtlich nicht mehr Wiedervereinigung, sondern sowas wie Zwangsvereinigung oder so. Und ich habe kürzlich mit einer Freundin mich unterhalten, die ist so alt wie ich aus Westdeutschland. Und eigentlich merke ich ja auch im Alltag, kommt dieses Thema Osten, Westen voll selten auf. Da haben wir es kurz besprochen und dann hat sie mir so gesagt, nee, also wir haben niemals, niemals in der Schule haben wir uns damit auseinandergesetzt. Und ich habe auch gerade noch mal darüber nachgedacht, dass also diese wenigen Male, die es um die DDR ging oder ostdeutsche Identitäten, das auch immer in irgendeiner Form also an den Osten gebunden war. Also in diesem Fall ist die Kulturschule des Bundes in Halle. Und es gab einmal eine Situation, da war sozusagen eine Wiesbadener Produktion hatte drei ostdeutsche Frauen eingeladen. Und da weiß ich noch, dass ich kurz irritiert war und dachte, aha, warum interessieren die sich in Wiesbaden für dieses Thema? Also ich glaube, dieses eigenartige, grundsätzliche Desinteresse von so Westdeutschland an Ostdeutschland, das merke ich auch wieder in meinem Alltag, das nehme ich auch immer noch so als selbstverständlich an. Und dann ist mir so ein etwas pathetischer Satz gerade eingefallen, aber das ist nämlich der Hegemon weiß nicht, dass er Schuld hat und will es auch nicht wissen. Und in dem Moment, in dem eben andere sagen, du hast Schuld, du hast Scheiße gebaut, hast uns verohnmächtigt, eingemeindet, was auch immer, bröckelt ja auch seine Stellung. Und also das kann man ja, finde ich, so ganz viel parallel auch beobachten. Also wenn es ganz viel gibt, ganz viel merkt man das ja auch immer, wenn sowas wie Reparationszahlungen aufkommen als Thema und ehemalige Kolonialmächte gebeten werden, doch irgendwie zum Beispiel irgendwelche Skulpturen bitte jetzt mal zurückzugeben, die sie mal geklaut haben während des Kolonialismus. Solche Sachen, wie dann immer wieder so argumentiert wird, wie so in so einer Form, als hätte man doch heute keine Schuld mehr für die Taten damals oder so, als würde der aktuelle Reichtum nicht auch darauf basieren. Und das ist so eine ähnliche Denke, habe ich das Gefühl, auch deswegen dieser Hegemonsatz, wenn sozusagen Ostdeutschland in irgendeiner Form von Westdeutschland etwas fordert und sei es nur to be acknowledged, also wahrgenommen zu werden und verstanden zu werden. Und ich zum Beispiel würde es mir schon sehr wünschen, dass wenn jetzt zum Beispiel Menschen, die 15 sind oder 12 in der Schule, egal ob in West- oder Ostdeutschland, dass sie etwas über diese beiden Länder wirklich gründlich lernen können. Und eben nicht nur über westdeutsche Geschichte. Und das finde ich schon erstaunlich, dass das immer noch so merkwürdig, also immer noch so ein großes Desinteresse gibt an Ostdeutschlands Vergangenheit. Außer, und das finde ich auch bemerkenswert, außer es gibt dann so einen eigenartigen, also es gibt so ein großes Interesse an so ein paar Sachen, von denen man sagt, die sind gut, zum Beispiel Design, zum Beispiel eine gewisse Architektur. Also es gibt so ein paar Sachen, die man sich so rauspickt, aber so ganz vieles wurde halt, ist halt nicht mehr präsent ansonsten. Das finde ich schon ein bisschen schade. Hier, die Fragen im Chat beziehen sich interessanterweise total stark auf die Frage der intergenerationalen Gerechtigkeit oder des Austauschs auch. Und indirekt schließt das vielleicht auch ein Stück weit an das, was Sie gerade gesagt haben, an. Zum Beispiel gibt es hier die Beobachtung, dass eine Generation von DDR-BürgerInnen, die im Prinzip zur Wendezeit schon versucht haben, bestimmte Ansprüche zu artikulieren und auf kontinuierliches Desinteresse gestoßen sind, dass die sich jetzt auch unsolidarisch verhalten würde gegenüber einer jüngeren Generation, die sich der Aufgabe erneut annimmt und versucht, da ja, die Ansprüche eigentlich auch ihrer potenziellen Eltern oder einer Zwischengeneration mitzuformulieren. Also sozusagen auch eine Fraktur zwischen den Generationen in ihrer Bereitschaft, öffentlich mit der Identität Ostdeutschland zu operieren, finde ich eine interessante Beobachtung. Ja, das mag sein, aber es ist eben unglaublich schwer. Man ist ja keine einzelstehende Gesellschaft mehr, sondern man ist eine Teilgesellschaft. Es hat unglaublich viel Wanderung zwischen Ost und West stattgefunden. Junge Generationen sind da gewachsen. Das heißt,
wenn man heute diskutiert, dann gibt es sozusagen so ein innerostdeutsches Gespräch, das ist kaum noch möglich, weil doch im Prinzip das eine sehr ausgefranste Gesellschaft ist und auch viele sich jetzt gar nicht mehr primär als Ostdeutsche verstehen, sondern sich Identitäten auch über die Zeit verändert haben. Von daher gibt es gar nicht mehr so eine Art von ostdeutscher Öffentlichkeit. Also wenn man jetzt mal, also weder bei den öffentlich-rechtlichen Medien, es gab neulich mal eine Studie zu den überregionalen Tageszeitungen, wie die gelesen werden. Im Prinzip gibt es fast keine ostdeutschen Leser. Die Süddeutsche Zeitung verkauft, glaube ich, 2,5% ihrer Gesamtauflage in Ostdeutschland. Beim Spiegel sind es, glaube ich, 3 oder 4%. Also unglaublich wenig. Und dann werden natürlich auch nicht diese Stimmen so dort sichtbar, weil das gar nicht für die interessant ist. Die Zeit hat zwar die Zeit im Osten, aber die wird eben nur im Osten verkauft. Also ich in Berlin kann die gar nicht kaufen, sondern muss dann erst nach Brandenburg kaufen. Also da würde man ja sagen, die Zeit im Osten, die sollte ja eigentlich im Westen gelesen werden und gar nicht im Osten. Sonst kommt dieser Diskurs in gewisser Weise auch nicht zustande. Ich glaube, die Generationenfrage ist für Ostdeutschland schon eine ganz entscheidende, weil der Zeitpunkt, zu dem dieser Umbruch passierte, dieser biografische Zeitpunkt, ist ganz entscheidend dafür, wie man eigentlich damit umgegangen ist. Und Frau Wenzel war, glaube ich, 5 oder 6 Jahre alt, so ungefähr. Ich war 21, war das eine völlig andere Situation für mich als für die Leute, die jetzt 10 Jahre älter waren und schon Familie hatten oder im Beruf standen, oder für diejenigen, die noch mal 10 Jahre älter waren. Und damit ist natürlich sozusagen die Möglichkeit, noch mal neu anzufangen, die Verstrickung mit dem alten System, auch die Sozialisation in der DDR, das sah sehr, sehr unterschiedlich aus, je nachdem, in welchem Jahrgang man sich befindet. Und dasselbe trifft natürlich auch für die Frage zu, wie sich eigentlich dieser Generationenkonflikt dann darstellen kann. Das haben manche Leute mal gesagt, ja, die Generation dieser sogenannten Wendekinder, also die zur Zeitpunkt der Wende, ja, zwischen 5 und 15 Jahre alt war, die hat es besonders hart getroffen. Auch die Ältere natürlich, aber die auch besonders hart getroffen, weil die eigene Elterngeneration eben so stark verunsichert gewesen ist und ins Straucheln geriet. Manche sagen, das gab dann so was wie so eine ideologische oder metaphysische Obdachlosigkeit. Also die ganzen Orientierungspunkte des Lebens sind eigentlich verloren gegangen. Manche sprechen auch von der Generation der Unberatenen, weil die Eltern den Kindern natürlich nicht mehr im schulischen oder im hochschulischen Kontext so viel Ratschläge geben konnten, wie das jetzt vielleicht eine bildungsbürgerliche Familie aus Hamburg oder aus Heidelberg machen kann. Und das sind eben junge Leute, die ganz stark auch für sich selbst erstmal kämpfen mussten und die ihren eigenen Weg finden mussten, ohne dass sie so von Helikoptereltern betuttelt wurden und immer dirigiert und geleitet worden. Und da, glaube ich, für diese Generation ist so diese Selbstfindung, auch die Beziehung zur ehemaligen DDR, ein ganz spezifisches Thema. Und so habe ich jetzt Frau Wenzels Buch in gewisser Weise auch gelesen und interpretiert, dass das eben auch immer wieder auftaucht. Auf die Zukunft gerichtet wäre ja eine Frage, wie macht man mit der biografischen Erfahrung metaphysischer Obdachlosigkeit, haben Sie es gerade genannt, wie macht man mit der wieder Labor? Also wie kommt man aus einem Zustand des Aushaltens, des irgendwie Klarkommens, des sich Arrangierens, was Olivia Wenzel, Sie auch für die Großmuttergeneration in dem Buch ziemlich stark beschreiben. Wie kommt man, und Herr Mau, Sie beschreiben es sozusagen für ganze Teile der ostdeutschen Gesellschaft nach der Wende, wie kommt man da wieder in einen Modus von Aktivität und Gestaltbarkeit, den wir ja alle gerade jetzt nicht unbedingt in der Weise an den Tag legen, wie es auch die aktuelle Situation 2021, das zweite Jahr unter Corona-Bedingungen, wie man sich das vielleicht mal vorgestellt hätte, wie Menschen darauf auch mit Ideen und mit Solidarität reagieren würden. Also die Frage, wie kommt man in Aktivität, und eine interessante Frage aus dem Chat, die sich daran sofort anschließt, nämlich, was
sind eigentlich spezifische Qualitäten ostdeutscher Sozialisation, die sich für eine heutige Gesellschaft, wie soll man denn sagen, die sich noch, die man brauchen kann, fragt die Fragestellerin. Ich würde ja vielleicht eher sagen, die man in ihrer Qualität noch nicht anerkannt hat. Frau Wenzel, wollen Sie? Ja, ja, was für Aktivitäten braucht man? Darauf kann ich auch schwer antworten. Also, die Gesellschaft ist ja im Moment so ein bisschen schaumgebremst. Also es findet ja vieles nicht statt. Ich habe neulich dieses schöne Wort hangry gelesen, also hungrig und angry zusammengefügt. Also man hat irgendwie so einen Hunger auf Leben und man wird immer verärgerter, wie beim Hungergefühl prinzipiell, wenn man das letzten Endes nicht auskosten kann und wenn man da nicht raus kann. Das heißt, wir sind jetzt irgendwie in so einem Zwischenstadium, wo eigentlich gar nicht viel passiert. Und wo ich glaube, dass sich nach der Pandemie jetzt auch keine neuen Wellen sozusagen des wechselseitigen Interesses da irgendwie hochschaukeln werden, sondern dass viele Leute froh sein werden, wenn sie irgendwie halbwegs in ihr altes Leben zurückkehren werden. Man sagt den Ostdeutschen ja immer nach, sie hätten bestimmte ja, Transformationskompetenzen, also dadurch, dass sie schon mal einmal eine Transformation mitgemacht haben. Manche sprechen auch von Chaosqualifikation, Improvisationsvermögen. Das sind so Talente, die man für aus dem Osten mitgebracht hat. Ich bin bei diesen positiven Attributen, die Ostdeutschen manchmal selber pflegen, die ihnen manchmal aber auch zugeschrieben werden, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Ich sehe zugleich auch, dass Ostdeutschland so eine veränderungserschöpfte Gesellschaft ist. Also wenn Sie in die Lausitz fahren und den Leuten erzählen, sie hätten Transformationskompetenz und jetzt kommt die nächste Transformation, dann finden die, das ist eher ein Schreckensbegriff und nicht etwas, wo sie jetzt irgendwie jubelnd aufspringen und sagen, ja, wir wissen, wie Transformation geht, los, jetzt machen wir das. Sondern es gibt Teilfraktionen der Gesellschaft, die eher abwinkt und die irgendwie sagt, wir wollen nicht nochmal so grundlegende Veränderungen unserer Lebenskoordinaten. Ich setze eher dann auf die jüngere Generation, ich setze eher sozusagen auf diese urbanen, zum Teil universitären Großstädte wie Jena oder Leipzig oder auch Rostock, wo sich wirklich auch ein anderes Leben breit macht. Ich setze zum Teil auch auf die Veränderung der Wanderung, der Ost-West-Wanderung. Seit 2017 gibt es ja die Abwanderung, die Nettoabwanderung aus Ostdeutschland gestoppt. Es ziehen mehr Leute zu, auch mit anderen Erfahrungen. Es kommt auch zu anderen Mischungen. Und ich hoffe, dass sozusagen dadurch es nicht dazu kommt, dass die Ostdeutschland immer weiter sich sozusagen entleert, demografisch überaltert und vermännlicht, sondern dass irgendwie auch in der Gesamtbevölkerung sich dann eine neue Zusammensetzung ergibt. Leute, die neu hinzugehen, die geben auch immer neue Impulse. Die sehen Dinge anders, die machen Dinge anders, die hinterfragen Selbstverständlichkeiten. Und das ist eigentlich die Chance, die Ostdeutschland nutzen muss, dass jetzt ja auch neue Wiederfamilien kommen und sich irgendwie in mittleren oder kleineren Städten ansiedeln wollen, weil woanders die Immobilie zu teuer geworden ist. Allein die Frage nach ostdeutschen Eigenschaften, auch wenn ich jetzt hier die Überbringerin einer von jemand anderem gestellten Frage bin, fällt mir schwer und weist vielleicht darauf hin, dass darin in dieser ganzen Debatte in all ihrer Berechtigung auch die Gefahr besteht, Dinge zu stilisieren und zu zementieren. Also dass da auch Dinge zu Identität oder zu einem unveränderlichen Gewordensein erzählt werden, die man vielleicht in einer Generation jetzt viel lieber als etwas, was zur Verhandlung steht und was gar nicht in dieser Weise zu vereinheitlichen ist, wahrnehmen würde. Macht man sich da was vor, wenn man sich auf solche Kategorien nicht mehr einlassen will? Ich wäre da auch skeptisch. Also ich sehe jetzt auch keinen essentialistischen Kern des oder der Ostdeutschen mehr, also was alle Ostdeutschen ein würde. Dafür sind die Lebenswege und die Erfahrung zu unterschiedlich. Ostdeutsch sein ist sozusagen eine Erfahrungsdimension und kann auch eine Identitätsschicht sein, aber eine von anderen. Also ich bin auch nicht nur Ostdeutscher, ich bin auch seit 30 Jahren Bundesbürger.
und vieles andere mehr, Familienvater und Sonstiges. Und man kann mit dieser Identitätsschicht arbeiten, die ist auch wichtig für viele Leute, deswegen sollte man sie auch nicht wegdrücken oder unter den Teppich kehren. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Aber sie ist nicht das sozusagen das, was die Leute jetzt immer in Gänze ausmacht. Und ich glaube, das trifft eigentlich für die meisten Ostdeutschen zu. Na klar, gibt es bei Älteren, die sozusagen als Primäridentität das Ostdeutschsein irgendwie pflegen, aber für viele andere ist das ein Aspekt unter anderen Identitätsaspekten. Olivia Wenzel, Sie haben ja zur Vorbereitung heute auch auf das Gespräch uns auf ästhetisches Material, was Sie gerade interessiert, hingewiesen. Und genau wie Teile des Buches von 1000 Serpentinen Angst stammt das Material eben auch aus einem US-amerikanischen Kontext und der Frage des Schwarzseins in diesem Kontext. Vielleicht wäre es interessant zum Abschluss, um sozusagen aus dem kleinen Labor ostdeutscher Gegenwarten in das große Labor einer global vernetzten Gegenwart nochmal rüber zu zoomen, auch nochmal darüber zu sprechen, wie in der ästhetischen Produktion diese Dinge eigentlich natürlich auch zusammengehören und jetzt gar nicht diese Frage der Identität an den historischen Staatsgrenzen interessant zu erzählen ist, schon im Buch. Also das Material, genau was ich jetzt zuletzt noch vorgeschlagen habe, das sind Bilder einer brasilianischen Fotografin. Und mir ist gerade ein Bild davon eingefallen. Das ist ein Foto, auf dem drei schwarze Frauen zu sehen sind, in sehr bunten Outfits, korpulent, stolz, zufrieden. Und die heben alle so ihre Faust in die Hand. Und heute würde man diese Geste definitiv sofort im Kontext vielleicht von Black Lives Matters interpretieren. Und als ich am Buch geschrieben habe, habe ich das in so einen Text eingebettet und dann habe ich gemerkt, was mir als erstes einfällt, ist eine Szene wie so Punks, Freunde meiner Mutter, diesen sozialistischen Gruß, Druschba, so ein bisschen ironisch spöttisch gemacht haben, ne, mit dieser Faust, man sagt Freundschaft, verabschiedet sich, begrüßt sich damit. Und dieses Beispiel nenne ich jetzt erstmal, weil ich finde diesen Begriff von Identitätsschichten irgendwie ganz gut und auch, dass sozusagen in der Verknüpfung von verschiedenen Schichten, glaube ich, man das nicht immer so defizitär betrachten muss, sondern eigentlich voll das Potenzial liegt. Also klar gibt es, weil wir haben jetzt halt voll viel so über Mann, also Ohnmacht gesprochen oder Rassismus oder so, aber es gibt ja auch, also es gibt halt immer mehr hybride Identitäten oder immer mehr Auswahl an Identitätsschichten, die man sich zusammenbauen kann, habe ich das Gefühl, viel mehr als früher. Und ich glaube, das birgt eine ganz große Chance, ein viel mehr an Welt erfahren zu können und sich in der Welt also viel, viel unterschiedlicher und viel reicher erfahren zu können. Ich möchte jetzt hier nicht so kitschig klingen, aber mir ist es wichtig, das immer noch mal zu betonen, dass das also nicht nur defizitär ist. Und das ist ein Bild von Dina Lawson wahrscheinlich, oder? Nee, das ist wiederum eine amerikanische Fotografin, genau. Ich hatte noch mal diese Helen Salomao geschickt. Da gibt es dieses Bild, wenn man so eine Bildsuche macht. Ich weiß nicht, wir können es natürlich kurz angucken. Genau, das ist schon das in der obersten Reihe, diese drei Frauen mit der Faust. Und das eben Gesten in unterschiedlichen Kontexten ganz was Verschiedenes bedeuten. Ja, da habe ich, vielleicht auch, weil da im Hintergrund ein Anarchiezeichen ist und Oi, vielleicht auch deshalb habe ich mich an Punks erinnert. Aber auch das, es gibt jetzt so viel mehr Subkulturen, als es damals gab. Und also auch das finde ich ganz wunderbar. Aber also nochmal vorhin diese Frage, ne? Es gab noch vorhin eine Frage, wie kommt man aus der metaphysischen Obdachlosigkeit zurück ins utopische Labor oder ins Labor, das Utopien entwirft für gesellschaftliches Zusammenleben? Also, das wollen wir doch noch klären schnell. Das wollte ich jetzt nochmal beantworten, abschließend für Deutschland. Das ist natürlich nicht beantwortbar, aber ich glaube genau darüber, dass man ganz viel Labore macht. Ich komme halt aus der Theaterpraxis
Und also diese Frage, wie wollen wir leben, die stellen wir uns gefühlt seit 15 Jahren immer wieder in jeder dritten Arbeit. Und die kann man ja auch auf ganz, ganz viele Begriffe oder Bereiche anwenden. Also auch, wie wollen wir leben im Internet? Wie wollen wir uns da bewegen? Und ich glaube, dass ich auch manchmal so ein bisschen müde bin, wenn ich das höre, Utopien, Utopien, weil das eben gerade so im Theater, also so Common Sense ist, dass man am Ende seines Förderantrags das dann jetzt mal reinschreibt. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es etwas, weil es vorhin wie so um die Soft Skills der Ostdeutschen ging. Niemand fragt nach Soft Skills der Westdeutschen im Übrigen, aber geschenkt, dass es vielleicht eine Chance wäre, das sage ich mit einer Familie, die dem Sozialismus sehr zugewandt ist zum Teil, sich nochmal anzugucken, was die Leute, die Reform der DDR sich gewünscht haben, was die eigentlich sich überlegt haben, was es da für Utopien gab und das irgendwie nochmal rauszuziehen und zum Beispiel dann Kids aus Ost und West zusammentreffen zu lassen und sowas ihnen zu präsentieren oder sie aufbereiten zu lassen in einem Workshop, das könnte ich mir vorstellen, dass das was bringen würde. Also ich liebe Konkretion, Sie merken es. Was ja im Prinzip auch ein Plädoyer dafür ist, die Teile der Geschichte zu erzählen, die auch durchaus systematisch unerzählt geblieben sind. Und somit vielleicht einen Schluss des Kreises dessen, womit wir so ein bisschen angetreten sind für das Gespräch, nämlich Leerstellen einerseits zu benennen und vor allen Dingen auch über die Sprache, die es braucht, um darüber persönlich und überpersönlich zu sprechen, um darüber ins Gespräch zu kommen. Man könnte jetzt oder sollte und müsste die Frage anschließen, welche ästhetische Produktion sich denn daraus ableitet. Aber ich glaube, dass das also im Abstrakten gesprochen dann immer doch auch Gefahr läuft, in der Antragssprache zu rutschen. Und das wollen auch wir nicht. Und ja, in diesem Sinne glaube ich, dass wir eigentlich ein ganz gutes Schlusswort von Ihnen jetzt gerade gefunden haben, liebe Frau Wenzel. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an alle, die sich im Chat an dem Gespräch beteiligt haben. Sicher konnten wir nicht alle Fragen berücksichtigen, aber ich habe versucht, die Grundthemen, die dort immer wieder aufgetaucht sind, zu berücksichtigen. Und in der nächsten Sequenz der Labore stoßen wir dann sozusagen in die Gegenwart vor. Da geht es dann nämlich um den Umgang mit Verschwörungsmythen und natürlich auch der Frage, aus welchem gesellschaftlichen Klima diese gerade einen so massiven Zulauf erfahren und welche Formen der ästhetischen Verarbeitung eigentlich angemessen sind, um diese Gegenwart zu beschreiben. Da wird uns Arne Vogelgesang auf die Sprünge helfen, vermutlich. Vielen, vielen Dank an Sie beide. Und ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich danke Ihnen, dass Sie Freitagabend mit uns über ostdeutsche Geschichte gesprochen haben. Danke auch. Vielen Dank. Alles Gute.